Hallöchen und willkommen zurück bei Shakes and Fidget. Ja, ich weiß, eben gerade gab es auch schon eine Folge, aber es ist einfach so viel los. Deshalb packen wir es heute mal in zwei randvolle Videos. Und jetzt geht es wirklich ein bisschen mehr um das Spiel selbst und nicht nur irgendwelche Zahlen und Statistiken. So, hier sind wir auf Welt 7 international. Da habe ich ja hier meinen Server, mein Festungschar. Und da habe ich mich jetzt verdammt lange nicht eingeloggt. Der Bau ist fertig. Es gab jetzt ein bisschen wenig Ressourcen. Aber es hat gerade so gerade mit dem Stein noch gereicht, um die Holzfällerhütte auszubauen. Knappe Sache. Gold können wir auch noch abholen. Habe ich natürlich voll verplant. Wir hatten Gold-Event, glaube ich. Nee, Gold-Event hatten wir nicht. Aber dieses Fünfer-Event. Nicht einmal hier was abgeholt. Die 10-Stunden-Stadtwache hängen hier immer noch von, weiß ich nicht, von vor 2 Wochen rum. Aber naja, was gibt's Schlimmeres? Ja, Oktoberfest war, hatten wir schon erzählt. Gucke, man wollte fragen, ob ich in eine Gilde darf. Puh, na klar. Kann man mal einladen. Ah, Gilde ist voll. Dann gucken wir mal kurz hier. Stufe. Der hier unten ist am niedrigsten vom Level und schon ewig weg. Dann ist er jetzt mal richtig weg. Und zack, eingeladen. So, was hat er noch geschrieben? Oder war es zweimal dasselbe? Ja, ich war halt ziemlich lange weg. Und war hier, glaube ich, gerade noch. Nee, da war ich nicht mehr an meiner Hochzeitsnacht, aber davor. Also ganz lange Geschichte. Und schöne Items gibt es hier auch. Aber so sind ja eigentlich noch echt viele Leute hier aktiv in der Gilde. Und nee, Angriffe machen wir jetzt nicht. Ja, spielen ja einfach so ganz chillig und gemütlich mal weiter. Ressourcen muss man jetzt nicht mehr ganz so oft abholen, wenn die Lager hier groß genug sind. Und jetzt müssen wir hier auf Festung 16 sparen. Die kostet etwas. Und da wir hier nicht so viele Angriffe machen, wird das ein bisschen dauern. Und selbst wenn wir Angriffe machen würden, müssten wir erstmal hier aus dem Nuller rauskommen in Gegner, die uns ebenwürdig sind. Und dann verlieren wir auch wieder was. Das wollen wir nicht. Von daher chillen wir hier mal lieber so weiter. So, das war der Server. Und hier haben wir heute schon unsere ganzen Kämpfe durch. Also unser Hauptchar, da gucken wir mal kurz in die Toilette rein. Da fehlen uns noch genau 100 Aura. Da muss ich mich irgendwann mal vor Wochen verrechnet haben. Ich dachte, ich komme hier komplett mit Edelstein durch bis zum Limit. Dem ist allerdings nicht so. Da brauche ich jetzt noch zwei Epics, dann sind wir schon durch und können spülen übermorgen. Richtig schöne Sache. Und wir haben noch ein paar Epics und auch ein paar hinzubekommen. Diese Puppe hatte ich, war das gestern oder vorgestern, am Glücksrad bekommen. Habe ich mich sehr gefreut und dann auch wieder geärgert, weil das Item ist einfach sehr gut, aber ohne Sockel. Von daher ein klarer Fall für ein Klo-Epic. So, jetzt am besten eine 10-Minuten-Quest. Und da haben wir eine, die auch halbwegs okay ist. Muss ich erstmal gewöhnen hier. Letztens gab es irgendwie 10, 15 Millionen XP für eine 110-Minuten-Quest. Jetzt natürlich nicht mehr ganz so viel. Aber immer noch ordentlich viel, was vollkommen ausreicht. Eigentlich könnte ich den Edelstein auch verkaufen. Die nächsten zweimal werfe ich das rein. Dann habe ich immer noch zwei Epics, die ich dann reinwerfe. Dann brauchen wir den nicht. Dann haben wir mehr Platz. Und wie ihr seht, ich habe mein ganzes Inventar jetzt voll mit Items. Also ziemlich mein ganzes. Und kaum noch deine jetzt hier nur noch eingehabt. Da hatte ich ja mal welche aufgehoben für die Klospülung. Und sind jetzt auch weg. Und auch gar keine Früchte. Woran liegt das? Hat der so schlecht gespielt und keine Früchte mehr bekommen? Ich hatte heute 5 Kämpfe und da können wir mal kurz in den Kampflog gucken. Da sollte ich auch hier so einige. Oh, da habe ich sogar einen verloren. Aber ich glaube, das war eine Pet-Abwehr und kein Angriff von mir. Aber sonst habe ich, glaube ich, meine Kämpfe gewonnen gehabt heute und da auch genug Früchte bekommen. Wie ihr seht, Feuer konnte ich heute auf Stufe 100 bringen. Und ja, ihr seht ja schon, hier ist ein bisschen was freigespielt. Da kommen wir mal gleich zu. Aber erstmal, das Ding ist auf Stufe 100 gekommen, richtig schön, Maximum. Ich hatte jetzt auch den hier noch gefüttert und eigentlich hätte ich jetzt noch Erdbeeren aufheben müssen, um den dann jetzt hochfüttern zu können. Oder vielleicht auch schon, wenn wir den letzten finden. Aber das ist mir alles zu unsicher, weil bis ich den besiegt habe, kann das ewig dauern, dachte ich. Mehr Infos gleich. Und deshalb habe ich den jetzt hier auch schon immer gefüttert. Und genauso mache ich es jetzt auch bei den anderen hier. Der ist auf 99
Under auf 90 und ich fütter jetzt einfach immer alles hier so rein mit Priorität auf das höchste Pad, wird dreimal gefüttert. Wenn dann auch Früchte sind, kommt das zweithöchste und wenn dann auch das dritthöchste und so weiter und so weiter. Und hier mache ich es ähnlich. Hier überspringe ich erstmal den und füttere Killridge komplett hoch, bis der auf 100 ist und dann wird er hier weiter gefüttert. Und von daher sind die jetzt hier so ein bisschen gleich. Fühlt natürlich dazu, dass Licht jetzt erstmal ein bisschen schwächer ist, aber Leute, es ist mir egal, ob ich die Kämpfe gewinne. Bringt nichts. Von daher will ich lieber das Inventar frei haben. Das bringt mir irgendwann langfristig mehr Gold. Und von daher einfach mehr wie jetzt die Pets, weil Pets sind durchgespielt. Hier bei Erde haben wir die beiden schon auf 100. Und jetzt füttern wir so langsam den Towerbock. Und ja, der hat heute auch schon dreimal was gehabt, ist auch satt. Von daher brauchen wir auch keine Äpfel mehr groß. Schatten gab es heute gar nichts, was natürlich damit zusammenhängt, dass wir den hier auf 100 haben, den und da habe ich jetzt auch schon zwei Früchtchen hier an unseren rosa Panther gefüttert. Wenn ich die natürlich aufgehoben hätte, könnten wir den hier ein bisschen höher haben, bla bla, weiß ich selber, ist aber völlig egal. Feuer hatte ich ja eben schon so ein bisschen vorgestellt und ist auch ganz schick. So, und jetzt kommen wir mal zu den ganzen Petkämpfen, weil da hat sich echt viel getan. Ich hoffe, da komme ich jetzt nicht irgendwie durch. Es ging ja los mit den Schattenpets. Die hatte ich ja schon versucht, bevor wir los sind. Da hatte ich, glaube ich, den hier noch nicht ganz auf 100 gehabt. Muss ich mal kurz hier aufs Datum gucken. Das ist der 23.9. Da waren wir schon ein paar Tage weg. Ich glaube, da hatte ich den dann schon auf 100. Da hatte ich die Kämpfe davor, wo er noch nicht 100 war und da immer noch mit dem Ninja versucht hatte, wohl nicht gespeichert. Aber hier waren schon welche dabei, die schon gar nicht mal so schlecht aussahen. Und die Chancen waren hoch. Da ein Crit, naja, hätte noch nicht ganz ausgereicht. Aber war schon mal gar nicht so schlecht. Und da habe ich einfach hier mal ein paar Kämpfe. Und es ist immer so super eng gewesen. Es ist, aber im Endeffekt muss halt ein perfekter, also nicht ganz perfekter, es muss halt ein Kampf sein, wo ich fast jedes Mal kritte. Und hier wirklich super knapp. Da hätte er mich nur nicht kritten müssen. Da hätte er nicht Crit gereicht und ich hätte ihn aus den Latschen gehauen. So, hier haben wir einen Petkampf dazwischen. Warum bin ich hier einen Petkampf dazwischen? Kommen wir später zu, wenn ich ihn hoffentlich nicht vergesse. So, erstmal machen wir hier die Schattenhabitate. Hier wieder super knapp verloren. Dann habe ich hier den Sieg nicht drin. Nein, natürlich habe ich den nicht drin, weil das war. Ich war ja im Urlaub und dann hat man natürlich auch ab und zu so ein bisschen mit der Handy-App gespielt. Und ich benutze halt lieber die alte Handy-App. Und da konnte man dann, kann man die Kämpfe nicht speichern, da fehlt dieses Häkchen, aber die ist einfach viel besser und schneller. Aber der ging dann einfach down. Da kommt man aus dem Restaurant und denkt sich, ach naja, gerade so geil gegessen, schön getrunken. Wenn wir jetzt noch gewinnen würden, wäre das ein perfekter Abend und zack, gewonnen. Mann, war das ein schöner Tag, ey. Richtig schön und alles perfekt gelaufen. Und dann hatten wir unser Poseidonchen hier, diese Giftschlange. Die hat da endlich gehabt. Bringt im Endeffekt nicht so viel, aber 1% mehr Ausdauer und Schatten ist fertig. Die beiden Dinger haben ihren Dienst erfüllt. Der Ninja eher ein bisschen schlecht, war nicht so klug darauf zu wechseln, aber die Luftballonbirne hier hat's gerissen und den Kampf gewonnen. Was jetzt nur noch fehlt, ist er hier. Den können wir noch kriegen, sobald wir Jan besiegt haben in der Schattenwelt. Da hatte ich auch noch ein paar Versuche gemacht. Ich glaube, da war auch ein gar nicht mal so schlechter dabei. Da muss ich mal gucken, ob ich den gespeichert habe. Haben wir hier irgendwo Schattenwelt? Erstmal können wir hier die Kämpfe rausnehmen. Die haben wir uns jetzt hier angeguckt. So, und. Ne, haben wir nicht dabei. Aber da könnte auch bald klappen. Ich denke mal, ich werde jetzt noch die nächsten Kämpfe jetzt halt als nächste Priorität, nachdem wir Schatten fertig haben, kommt Feuer. Bringt uns zwar nicht wirklich was, weil Glück brauchen wir nicht wirklich. Da haben wir genug. Mal hier auf unseren Charger schauen. Wir haben hier so viel Glück. Können wir mal kurz ausrechnen. 10.769 geteilt durch 20. Das heißt, bis Gegner Stufe 538 haben wir eine 50-prozentige Crit-Chance. Mit unserem Hauptchar allerdings gibt es ja auch noch unsere Begleiter. Und da sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus. Aber ich dachte, da wären hier auch welche unter 50. Aber zum Beispiel der Krieger hat nur 8.800. Da würde das Pet schon noch ein bisschen was bringen.
Zwar auch nicht wirklich signifikant mehr, aber dass er auch schon mal ein bisschen öfters kriegt. Kunigunde kriegt halt meine alten Items und die ist richtig gut dabei. Hat auch hier viele schwarze Edelsteine, dadurch richtig viel Glück. Und unser Magier ist auch gar nicht mal so schlecht aufgestellt, hat auch gute Items und das passt auch. Ah, genau, Bertram ist so schlecht, weil ihm hier einfach mal 500, 600 Glück fehlen und auch Ausdauer, weil wir hier nur ein normales Item drin haben mit einem Sockel. Ah, nee, den Glücksedelstein könnten wir da nicht reinkriegen, aber dann hätte er natürlich extrem. Oh, ja, falscher Platz. Geht natürlich nicht. Da wurde natürlich ordentlich wieder zu kriegen, aber Stärke ist erstmal wichtiger. Aber hier müssten wir halt mal ein schönes Epic reinhauen. Würde das Ding hier reinpassen? Aber mal gucken, wenn das Stärke wird, ist es dann besser. Wir würden dann 1000 Stärke verlieren. Und dafür würden wir 600 Ausdauer und 600 Glück kriegen. Nee, ich glaube, da behalte ich lieber die Stärke. Die ist mir dann trotzdem noch lieber. Da haut er ein paar mehr Kellen raus, besonders da wir auch gegen starke Gegner kämpfen. Dann lieber doch warten auf ein schönes Item mit Sockel. Aber wir sind ja gar nicht eigentlich hier, wir sind jetzt bei den Pets und wollen uns die eigentlich angucken. Genau, also Schatten haben wir geschafft und als nächstes kam dann unser Feuerpet. Und da haben wir auch richtig viel gemacht. Hier war er noch 96 und auch schon ein gar nicht mal so schlechter Versuch. Dann hier einen Tag später 97 und es sah wieder gut aus. Ganz knapp. Einmal mehr füttern und er hätte nochmal zuschlagen können. Das haben wir dann natürlich hier geschafft. Da war er dann 98, hatte ein bisschen mehr Leben, konnte auch einmal mehr zuhauen, aber immer noch nicht ganz rumgehauen. Hier auch wieder knapp verloren, aber wie ihr seht, die Level steigen langsam. Hier sind wir schon 99, schaffen es immer noch nicht. Und jetzt hier immer noch 99 und immer noch nicht geschafft. Schade, schade, schade. Aber echt knappe Sache und dann halt auch wieder geschafft. Nee. Ah, hier haben wir ja noch mehr. Da versteckt sich noch was. Stufe 99, wieder nicht gepackt. Ach, Entschuldigung, muss mal kurz. Ah, falscher Kampf. Muss mal schnell einen Schluck trinken. So, da waren wir jetzt endlich Stufe 100. Und eine ganz knappe Kiste. So, dann gleich ein paar Stündchen später haben wir hier einen Versuch gemacht. Wir werden nicht gekrittet, nicht gekrittet, hauen wieder einen Crit raus, wieder nicht gekrittet und dann 500.000 sogar drüber, ganz knapp. Und gewonnene Erdbeere, ein bisschen XP und auch, naja, minimal Gold. Aber sehr schön und wir haben gewonnen. Und. Oh nee, ey, sind das schlechte Quests. Naja, okay, die fehlen ein bisschen Gold. So. Aber wieso haben wir jetzt noch nicht. Hatte ich nicht noch ein paar Kämpfe gespeichert gehabt? Ah, genau, das ist ja hier der 3.10. Das war heute Morgen um 11:15 Uhr. Stimmt. Deshalb gab es da noch nicht so viele neue Kämpfe. Aber wir haben auch schon ein paar Versuche bei dem Gegner danach gemacht. Gleich eine Stunde später hatte ich, glaube ich, gleich mal rangewagt und geguckt, wie der Kampf so aussieht. Und hier ist es halt typischer Kampf, Kundi gegen Krieger. Es sieht hier einfach, also schaffen wir so gut wie nicht. Der hat noch zwei Drittel Leben. Wir wurden hier richtig weit noch weggehauen. Da hätten uns 6 oder 7 Millionen Leben auch nicht gereicht. Aber dann eben im anderen Video hatte ich ja schon so nebenbei einfach mal mein Free Try gemacht. Und der sah schon ein bisschen besser aus. Da haben wir einmal einen Ausweicher, zweimal, dreimal, viermal. Okay, er blockt auch verdammt oft. Wir weichen nochmal aus und nochmal. Und da dachte ich schon, jetzt könnten wir es packen. Da hätte er nur einmal weniger blocken müssen. Und das Ding wäre zu Hause gewesen. Aber den kriegen wir auch noch rum. Und ich denke mal auch recht schnell sogar. Ich gehe davon aus, der sollte schneller liegen, wie jetzt die ganzen Versuche bei dem Zungli hier waren. Weil das war einfach, wie er da hier so. Das ist einfach bei den Pets so super stressig, wenn man halt nicht gleich einen Gegner oder ein Pet hat, was direkt davor ist oder zwei davor. Und hier hinten bei den letzten paar, da kann das echt schon hart sein. Und mit den Magiern, das sind echt welche, wo man Power braucht und nicht einfach so
wie Kämpfe gegen Krieger und Kundschafter, wo einfach mal der Krieger und Kundschafter als Gegner auch sagen kann, du, heute weiche ich mal nicht aus, heute blocke ich mal nicht und man selber da ein bisschen eine schöne Parade hinlegt. Das geht einfach nicht. Bei Magier heißt es immer Crit oder nicht Crit und dann bist du weg und man muss wirklich da ganz optimal ausgelegt sein und richtig viel Glück haben, um den Kampf auch gewinnen zu können. Aber das haben wir jetzt im Endeffekt hinter uns. Jetzt noch der eine Kampf. Dann haben wir wirklich die Pets komplett durchgespielt. Ja, den Kampf hier weiß ich jetzt gar nicht mehr. Der ist schon so lange her. Den hatte ich aber gespeichert, weil er wohl spannend war. Gucken wir mal kurz rein, was hier los war. So, er hat schon das letzte Schattenpad. Ah, genau, er hatte das Pad schon. Ich glaube, das war schon recht hoch vom Level her auch. Deshalb wollte ich das zeigen. Genau, er hatte den Luftballon auf 100 und ihn hier schon auf 86. Wollen wir mal gucken hier. Er hat höhere Werte und eigentlich alles stärker. Aber hier wieder ausweichen, ausweichen. Wow, 6.607 Leben. Das sind von 8 Millionen nichts. Also das war echt super knapp. Wenn man den Kampf mal irgendwie hier jetzt im Habitat gehabt hätte. Oh Mann. Echt spannend. Fand ich. So, dann haben wir hier noch einen Kampf, den habe ich verloren. Ich glaube, das war einer, wo ich dachte, wie kann man den verlieren? Licht gegen Licht. Gucken wir mal nach. Er hat Stufe 5, ich auch. Er hat den Quarklops auf 62. Ich hatte die danach auf 48 gelevelt. Und er hat auch noch die dann nochmal nur 6 Level verschwendet. Hier, die hat er jetzt auf 100. Also von daher, eigentlich bin ich jetzt besser gewesen und habe noch mehr Level übrig. Würde ich sagen, er hat jetzt schon ein paar mehr verballert gehabt, um bis hierher zu kommen. Und dann hat er auch auf Darfuk, nein, er hatte dann auf den gewechselt gehabt, weil der bei mir noch buggy war und er vielleicht dadurch, dass er vorher erstmal den anderen noch höher gelevelt hat, kam er ein bisschen später her, wo der dann schon verfügbar war und hatte dadurch jetzt den Vorteil, hier noch ein bisschen mehr rausholen zu können. Aber im Endeffekt hat das auch noch hier so ein bisschen Schaden ausgemacht, also nicht wirklich viel. Den Killridge hat er jetzt allerdings schon richtig viel mehr, weil ich dann natürlich den nicht Dafu, den der danach kam, auch 27 Level gefüttert hatte und das hat hier natürlich jetzt gefehlt. Und wenn wir jetzt mal gucken, haben wir jetzt hier unser Einhorn 65, was, naja, immer noch von den Werten schwächer ist und es schafft es einfach nicht. Es weicht zwar aus, es versucht sein Bestes, weicht nochmal aus, aber da kommt ein gnadenloser Crit und haut uns weg. Schade, schade, schade. Hat nicht sollen sein. Ja, das waren erstmal so jetzt die ganzen Pet-Dinge. Recht spannend und Pets durch. Die nächsten Pets, da habe ich mir eine kleine Übersicht gemacht. Die habe ich jetzt allerdings nicht vorbereitet, natürlich. Weil die meisten Pets kriegen wir jetzt zum 1.12., wenn Weihnachten oder das Winter-Event anfängt. Winterjahreszeit, um genau zu sein. Dann kriegen wir hier nochmal bei jedem ein Pet. Dann gibt es noch, ich glaube, den Turm müssen wir, nee, die Turm haben wir. Dann müssen wir hier noch, um unser Schattenpet zu kriegen, den schaffen. Dann gibt es noch ein Pet, wenn wir Osteros sauber haben. Für das Erdpet müssen wir unsere Mine auf Stufe 20 ziehen. Da gab es auch noch eine News, die habe ich euch gefunden, ganz in der News-Folge unterschlagen, fällt mir dabei gerade ein. Bevor ich das vergesse, sagen wir das mal gleich. Die Suchkosten für Edelsteinmine Stufe 20 wurden runtergesetzt auf die Suchkosten von Edelsteinmine Stufe 19. Das heißt, ihr müsst jetzt irgendwie nicht mehr 33 Millionen Holz für eine Suche von einem Edelstein aufwenden, sondern nur noch 18, was allerdings immer noch viel zu viel ist. Und ich glaube mal, da gehen wir gleich mal rüber zu der Festung, weil das ist einfach eine wichtigere Änderung und Pets waren wir eh durch. Es ist ja so, eigentlich lohnt sich ja Edelstein suchen, wenn man die ausbaut, werden die Edelsteine, die man findet, ein bisschen stärker und die Suche dauert länger. Ab Stufe 15 ist es so, dass die Suche immer 8 Stunden dauert, also Stufe 15, 16, 17, 18 und so weiter, dauert immer 8 Stunden eine Suche, es wird nicht mehr mehr. Wie bei den Stufen davor, da wurde es ja immer ein bisschen verlängert. Aber die Edelsteinkosten steigen immens an. Und wenn wir jetzt mal gucken, wenn wir eine 8-Stunden-Suche haben, können wir theoretisch dreimal am Tag eine Suche starten. Und ja, da fehlen uns dann allerdings die Ressourcen.
Wollen wir mal gucken, wie viel wir durchschnittlich reinkriegen könnten. Müssten wir mal kurz hier bei unserer Festung gucken. Dazu ist noch zu sagen, die Holzkosten für die Edelsteine sind extrem höher wie die Steinkosten. Also normales Verhältnis ist ja 1 zu 3 bei den, was hier unsere Holzfällerhütte Steinbruch einbringt und auch am Glücksrad ist immer Verhältnis 1 zu 3. Also wenn wir jetzt zum Beispiel 1 Million Stein ist so viel wert wie 3 Millionen Holz. Also auch von dem, was wir kriegen. Hier können wir mal gucken, was wir hier pro Stunde machen. Das Verhältnis ist so 1 zu 3. Allerdings ist bei der Suche das Verhältnis 1 zu 6, also 6 mal so viel Holz. Von daher müssen wir einfach nur Holz gucken, weil Steine werden wir dann immer genug haben. Nur Holz fehlt uns einfach. Und wenn wir jetzt mal nur davon ausgehen, wir suchen nur noch Edelsteine, wir bauen keine Gebäude mehr, wir machen müssen keine Ritterhalle, nichts mehr upgraden, wir werden nicht angegriffen, nichts verlieren wir, sondern wir kriegen wirklich optimal alles rein. Dann gucken wir mal hier, Holzfällerhütte kriegt auf maximaler Stufe, na, muss ich noch ein Stückchen hochrollen hier, Holz pro Stunde, 350.000. Klingt erstmal nach viel, muss ich sagen. Können wir auch mal kurz in den Taschenrechner reinhämmern. 350.000 mal 24 haben wir schon mal 8 Millionen. Ist richtig gut. Allerdings kostet eine Suche 18 Millionen Holz. Dann müssen wir noch das Glücksrad zur Seite ziehen. Da gucken wir mal kurz, wie viel kriegen wir hier? 3 Millionen für einen kleinen Dreh und 6 Millionen für einen großen. Können wir gleich mal hier die ganzen Drehs durchmachen. Da 6 Millionen Holz. Und unser Rucksack ist voll. Das Ding kommt weg. Dann drehen wir noch schnell zu Ende. Noch einmal. So. Und durchschnittlich, ihr seht ja, habe ich schon oft gesagt, 10 Felder. Und ihr könnt 20 mal drehen, wenn ihr maximal dreht. Das heißt, entweder durch Pilze oder ihr habt genug Lucky Coins. Lucky Coins habe ich auch ordentlich eingebüßt. Nur noch 8000. Echt schlimm. Naja, wenn man 2 Wochen keine Filme guckt, passiert das mal. Und wenn wir sagen, wir kommen zweimal auf das Große, zweimal auf das Kleine. Haben wir 6 plus 6 sind 12 plus 2 mal 3 macht 18 Millionen Holz. Das heißt, hier von dem Glücksrad könnten wir jetzt schon einmal suchen und dann haben wir noch die 8 Millionen hier übrig, können wir kein zweites Mal für suchen. Das heißt, wir können nicht mal zweimal am Tag eine Suche starten und das ist einfach schlecht. Und das ist noch angenommen, wir werden nicht geplündert. Wir können natürlich noch Holz und Steine durch Angriffe kriegen, aber man muss es halt so rechnen, man will ja irgendwann, also irgendwann ist man auf Maximum. Das heißt, irgendwann haben wir alle 45 Soldaten, 15 Magier und 30 Bogenschützen. Und auch die Mauer auf 20 und unsere Schmiede auf 20 und die Schmiede voll ausgebaut. Das heißt, da kommen denn 45 Soldaten an, wo ein Soldat auch genauso stark ist. Durchschnittlich haben wir jetzt mal Crit und Ausweichen und Blocken und so. Ihr wisst ja, wie Kämpfe ausgehen können. Aber durchschnittlich ein Krieger kann ein Magier oder ein Bogenschützen besiegen. Wir kommen mit 45 und kämpfen gegen 45 Verteidiger. Das ist erstmal ein Kampf, den wir nicht unbedingt gewinnen können oder gewinnen könnten. Allerdings die Mauer, die zieht uns ja auch noch mal so einiges ab und die ist natürlich in dem Bereich auch nicht unbedingt schwach. Wenn wir hier mal runter gucken, ist die schon, nee, das war die Ritterhalle. Hier sind natürlich die Maximalwerte noch nicht drin. Aber wenn wir hier mal die, nehmen wir die Stufe 17 Mauer. Also ich habe jetzt hier die 15er, die ist auch schon gut, die hält ja jetzt so knappe 10, 125, also 10 Krieger der gleichen Stufe, also gleichen Schmiedeausbaustufe ab. Und ich glaube, die wird er steigt jetzt nicht mehr ganz so stark von den Werten an, allerdings die Krieger ja auch nicht. Also, naja, ich weiß nicht, ob die 10 abhält, aber 5 auf jeden Fall. Und dann ist das schon extrem viel Glück brauchen wir dafür, dass wir den Kampf gewinnen können. Man kann natürlich immer noch gewinnen, wenn man zu zweit angreift. Da haben wir dann wieder hier Stichwort Multi-Accounts und so. Aber, oder halt in der Gilde koordinierte Angriffe führen, aber trotzdem kann man das maximal auch am einen Tag machen und da was holen. Wenn wir jetzt aber davon ausgehen, jeder hat seine Edelsteinmine auf Stufe 20 und jeder möchte die Edelsteine suchen, dann liegt hier auch nicht viel rum. Da liegen hier maximal 20 Millionen Holz rum und davon können wir 10% ergattern, das sind 2 Millionen. Und dann ist wieder die Frage, was kosten die Soldaten? Und die kosten auch extrem viele Ressourcen.
Und dann lohnt sich der Angriff schon fast nicht mehr. Verkaufen wir das mal. Weil wir müssen ja auch unsere Soldaten bezahlen, die wir in den Kampf schicken. Und wenn wir jetzt schon mal gucken, ich habe hier jetzt gerade die 130er-Soldaten, die kosten schon 18.000. Wenn ich davon jetzt 45 in den Kampf schicken würde, so rechnen wir einfach mal 16, 7, 5 mal 45, habe ich schon 700.000 rausgehauen. Und wenn ich da maximal 2 Millionen erbeuten kann, kann ich jetzt schon mal nur noch 1,3 erbeuten. Und die wären ja noch teurer, die Soldaten. Uiuiuiui. Also von daher, n-n. Also entweder muss hier noch wirklich Balancing reinkommen, allgemein noch in irgendwas, also nicht nur die Edelsteine suchen, sondern auch vielleicht um die Kämpfe später attraktiver zu machen. Oder ja, ich werde die Mine nicht ausbauen. Ich hatte ja auch überlegt jetzt, ihr seht ja auch, ich baue die Schmiede aus. Ich habe auch die Schmiede jetzt schon einmal ausgebaut, die ist jetzt schon auf Stufe 16. Und es baut gerade Stufe 17. Ich hatte davor den Steinbruch ausgebaut. Und eigentlich hatte ich mir überlegt, ich baue jetzt erstmal hier nur die Ressourcendinger aus und dann vielleicht die Edelsteinmine so auf 15 oder 16. Oder jetzt könnte man sie ja vielleicht schon auch noch höher ausbauen. Aber nee, ich bin mir da echt nicht so sicher. Und wenn ich die dann halt auf 20 habe, dann fehlen mir auch später die Ressourcen, um die Verteidigung hochzuziehen, für den Fall, dass ich Verteidigung mal wieder brauche. Und da dachte ich, baue ich jetzt erstmal schnell die Schmiede aus, weil meine Ressourcen laufen über und alles, was Steinbruch und Holzfällerhütte produziert haben in den letzten 2, 3 Wochen, wurde alles gnadenlos geklaut. Wir können mal gucken, hier sehen wir hier noch ein paar Kämpfe. Nein, leider nicht. Aber ihr seht es ja hier im Kampflog. Hier Festungsabwehr, kommt einer an und klaut mir einfach mal. Also die räumen einfach alles weg, was da liegt, weil ich kann es nicht sichern. Und die Angriffe kommen auch recht oft. Also hier im Stundentakt, alle 2, 3 Stunden kommt da ein Angriff rein und die ziehen einfach gut Ressourcen. Und da würde ich einfach gerne auch ein paar Ressourcen für mich haben. Nämlich einfach mal so ein bisschen egoistisch und sagen, oh, ja, behalte ich gerne. Naja, ist eine sehr gute Quest als letzte Quest. Allerdings wäre es mir lieber, wir hätten noch jetzt eine 5-Minuten-Quest und danach noch eine schöne. Aber naja, was will man machen? Genau. Also, da wurde da einfach mir später Ressourcen fehlen. Ich habe jetzt mal geschaut, was hier so bei der Schmiede die Ausbaukosten sind. Wenn man hier mal schaut, für eine Verbesserung Stufe 20 bräuchte ich 120 Millionen Holz. Und wenn ich dann noch Edelsteine suchen möchte und die auch so viel kosten, kann ich mir das später auf jeden Fall nicht mehr leisten. Und da jetzt mein Holzlager und Steinlager überlaufen, dachte ich mir, baue ich jetzt einfach mal die Schmiede aus und ziehe die Dinger einfach mal hoch. Ob ich es brauche oder nicht, ihr seht, ich habe keine Verteidiger, ich benutze meine Krieger nicht. Allein schon die Bogenschützen hier auszubilden, würde richtig viel Schotter kosten. Mache ich allerdings nicht, weil dann könnte mir einer mit einem Angriff hier 80 Millionen Holz klauen. Von daher bauen wir hier keine Verteidigung und lassen uns lieber erstmal jetzt regelmäßig angreifen, weil trotzdem machen wir hier nur 1 Million Holz am Tag. Das macht jetzt in 2 Wochen, haben die mir 20 Millionen Holz geklaut. Und hier können sie mit einem Angriff 80 Millionen klauen, plus Verteidigungskosten und so. Ist immer noch günstiger, keine Verteidigung zu bauen. Und ja, also jetzt bauen wir erstmal die Schmiede aus und versuchen hier unsere ganzen Ressourcen rauszuballern. Nebenbei versuche ich natürlich immer noch jetzt das Limit zu erreichen. Ich weiß nicht, ob ich es noch schaffe, weil in 4 Tagen kann ich hier schon wieder ordentlich Holz ausgeben. Aber mal gucken, vielleicht kriegen wir noch ein bisschen was rein, sind ja schon bei 80 Mille. Und danach baut sie auch wieder 2 Wochen knapp. Und mal gucken, was da so rauskommt. Wir könnten natürlich jetzt unsere Edelsteine suchen und mal Pilzen und da unsere Ressourcen ausgeben, aber nein. Und Angriffe können wir ja auch nicht führen. Es gibt jetzt manchmal schon Ziele, die noch was bringen. Die anderen ziehen langsam nach mit Festung und so. Aber also mein Ziel ist es jetzt wirklich erstmal hier Schmiede auf 20. Dann unsere ganzen Verteidigungsgebäude, Schützengilde 15, Magierturm 15, die dauern ja auch nicht lange hier, das sind 6 Tage. Es geht recht schnell, dann auch noch die Mauer vielleicht zwischendurch mal eine Stufe hochziehen, dann kommen auch nicht mehr ganz so viele Angriffe rein. Und ja, dann, wenn das erledigt ist, wenn die Verteidigung steht, dann kann ich vielleicht meine Edelsteinsuche erhöhen. Weil ich finde 14, hatte ich ja schon oft gesagt, einfach mal ideal, weil 8 Stunden, ich schaffe es einfach nicht, dreimal am Tag zu suchen bei 8 Stunden. Bei 7 Stunden schaffe ich es.
weil ich schlafe auch gerne mehr wie 8 Stunden oder bin mal 8 Stunden lang nicht da und dann hat man einfach keinen Puffer. Außer man beendet jetzt vielleicht eine Suche vorzeitig mit hier irgendwie mal schnell jetzt für 5, 6 Pilze eine Suche beendet, um die nächste Suche zu starten. Das will ich aber auch nicht. Ich möchte jetzt nicht mehr unnötig Pilze reinstecken, was, als ich muss. Und wie ihr seht, im Video vor 2 Wochen hatte ich 530 Pilze, also 2530 Pilze. Jetzt bin ich hier bei 517, ist in etwa gleich, was natürlich auch an dem Events lag. Es gab jetzt, okay, beim Wald-Event gab es jetzt auch noch die anderen Sachen, da hätte es jetzt sonst auch nur Pilze gegeben. Aber ich habe halt extrem viel Pilze so jetzt auch gekriegt. Ich habe mir nur einen Mount geleistet, einmal zwischendurch mal 25 Pilze für einen Mount und die Alu war alles schick dabei. Allerdings nächstes Wochenende muss ich wieder ein bisschen blättern, da werden bestimmt wieder 100 Pilze draufgehen, weil wir brauchen ein paar neue Ausdauertränke, die halten nur noch bis Mitte Oktober. Und ich glaube, hatte ich mir vielleicht auch einen Lebenstrank geholt, ich weiß es gar nicht. Nee, ich glaube, der war hier drin für 15 Pilze und ich habe gesagt, nee, brauche ich nicht, hält noch bis nächstes Jahr. Und ja, das ist erstmal hier so der Plan. Und was ihr auch noch seht, unser Sammelalbum ist auf 99%. Das ist eine richtig geile Sache. So, erstmal schnell skillen. So, 10 Skillpunkte, sehr schön. Weil wir haben es endlich geschafft. Und wie haben wir es geschafft? Durch unsere Gilde. Wir haben hier einen neuen Gegner besiegt und auch im. Oh nein. Ich, Vollhorst, habe gestern vergessen, einen Angriff im Portal zu machen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ah. So, wir können ja mal hier gucken. Ich habe ja ein paar. Gehen wir ja mal Dämonenportal. Hatten wir hier den Vollstrecker gehabt. Und da gab es echt ein paar Tage, wo ich gute Versuche hatte und Tage, wo er sich wieder hochgehalten hat. Wie ihr seht, ich habe auch nicht jeden Tag gespeichert, weil manchmal halt übers Handy und so. Hier konnten wir richtig gut abziehen. Und hier auch nochmal wieder gut was weggesteckt. Und hier fast umgehauen. Und hier, wenn wir mal gucken, das sind noch richtig viele Prozentchen. Also sind es 30% knapp, glaube ich. Und da weichen wir richtig gut aus. Hauen 12 Millionen Schaden raus. Nochmal 15. Ja, jetzt wird es wieder ein bisschen weniger. Wir lassen uns auch ein bisschen treffen. Also die Kämpfe gegen den waren echt immer gut, weil wir auch einen riesen Lebenspool hatten. Und da ich auch viele Treffer von ihm überlebt hatten. Und hier jetzt ausweichen, treffen, nicht kritten. Und dann ein kritischer Treffer, den ihn ganz knapp gekillt hat. Super gute Sache. Und dann haben wir hier noch einen Versuch gemacht. Und schon mal ein bisschen was abgezogen. Aber hier seht ihr schon Magier, der haut richtig heftige Crits raus, wenn er mal krittet. Und da hatte ich trotzdem 3% oder so abgezogen. Das war der erste. Gestern war der zweite. Und da habe ich keinen Versuch gemacht. Ich Idiot. Ja, deshalb ist er jetzt wieder auf 100% und wir können noch mal von vorne anfangen. Zum Glück ist es mir jetzt passiert, weil es war nur 3%, die sich hochgeheilt hat. Es hätte mich jetzt viel mehr gewurmt, wenn wir jetzt irgendwie schon so bei 20, 30% wären. Und ja, okay, heute haben wir wieder 4% abgezogen, auch eine schöne Sache, aber auch nicht weltbewegend. Und Gildenportal, wie schaut es da aus? Da haben wir jetzt auch einen Magier. Der auch richtig krass austeilt, sehe ich gerade. Uiuiuiui. Ja, und hier fehlt halt auch das Kampfspeicherhäkchen, deshalb konnte ich es auch nicht machen. Den Gildenportal-Gegner konnte ich auch nicht besiegen, weil ich da einfach so heiß drauf war, dass wir den echt umhauen, weil genau das Bildchen mir zu meinem Sammelalbum für das weitere Prozent gefehlt hat. Und das war Sonntag, wo wir ja noch den Bonus bekommen, oder war das Samstag? Na, zumindest wollte ich noch den Bonus mitnehmen von dem Fünfer-Event, dieses eine Prozentchen mehr XP und dann auch noch mit den anderen Sachen. Deshalb habe ich da ein bisschen eher angegriffen. Oh, hier haben wir alles durch. Dann machen wir Stadtwache für heute erstmal rein. Und dann habe ich angegriffen, da war bei 1% oder so. Dann haben noch ein paar andere nachgelegt. Ich habe dann hier den ganzen Chat schon voll gespammt. Die sollen es ja nicht schaffen. Und ich glaube. Ich glaube, er hier war es gewesen. Er hat den finalen Schlag gemacht und ihn einfach mal bumm umgehauen. War sehr schön und dann konnte ich endlich meine Ado spielen. Sehr gut gelaufen. Abgesehen davon, dass ich gestern den Portalgegner vergessen habe.
So, hier haben wir noch ein Abenteuer gespeichert. Ich weiß jetzt natürlich nicht mehr warum. Aber genau, da gab es ein goldenes Ei. Yeah. Auch schön, das war unser Pet hier gewesen, unser Schattenpet. Das war da drin. Damit haben wir, glaube ich, die ganzen Sachen an Kämpfen durch. Ah, nee. Genau. Und hier wegen dem. Da habe ich dann noch einen Kampf gespeichert, bevor ich mein Prozent mehr im Sammelalbum hatte, um mal zu gucken hier, wie viel XP kriege ich da. Aber das Sammelalbum wirkt sich nicht auf die XP aus, die man in Arena-Kämpfen kriegt. Wusstet ihr bestimmt alle schon. Ich weiß es jetzt auch. Was mir auch noch zum Thema XP aufgefallen ist, ab Stufe 93, glaube ich, war es. Ich glaube, bei 92 hatte ich noch eine andere Zahl. Aber zumindest sind jetzt die XP-Zahlen gecapped bei 1,5 Milliarden und gehen nicht höher. Ich müsste jetzt auch nochmal gucken, ob die XP, die ich in den Quest kriege, jetzt wieder steigen oder ob die auch gleich bleiben. Das kann man natürlich so schlicht sehen. Da müsste man Langzeitstudien machen und würde ich jeden Tag seine XP aufschreiben und das irgendwie über Monate hinweg, um dann zu sehen, ob die steigen oder ob die gleich bleiben, weil man kriegt ja immer mal gute, mal schlechte Quests. Und von daher kann man das jetzt so genau nicht sagen. Allerdings, was ich auf jeden Fall in 3, 4 Tagen mal testen werde, ist, wenn wir unseren Aufstieg haben auf die nächste Stufe, ob hier in der Akademie die XP steigen. Weil dann wäre die Akademie jetzt ab der Stufe wieder oder ab der vorherigen mit jeder Stufe, die wir steigen, effektiver und würde uns mehr bringen. Weil wir brauchen die gleiche Menge XP für ein Level Up und würden dann pro Stunde hier mehr kriegen. Das wäre schön. Würden wir schneller leveln sozusagen und es würde immer kürzer Zeit dauern, bis wir eine Stufe aufsteigen. Soweit die Theorie. Ob das in der Praxis so klappt, erfahren wir Mitte der Woche. Weil leider haben wir kein XP-Event mehr. Schade, schade. Und die XP für heute auch durch. Das Einzige, wo wir heute noch XP kriegen, ist unser Gildenkampf. Und ja, da steht er schon fest, wo wir angreifen. Und da wird auch nicht mehr sonderlich viel rauskommen. 2 Millionen schaffen wir leider nicht das Level-Up noch. Ja, ich hoffe, das waren jetzt erstmal so die wichtigsten Dinge und ich habe jetzt nichts vergessen. Festung habe ich ein bisschen drüber erzählt. Schattenwelt, Lichtwelt, ja, hier versuchen wir erstmal noch nicht. Unser nächster Gegner ist dann der Jan hier. Den wir gleich angehen, wenn wir unser Feuerding fertig haben. Dann werden alle Tries da rein. Ah, genau. Eins habe ich noch. Einen habe ich noch. Einen habe ich noch. Unsere Gegner, hier unsere Begleiter, da habe ich mal jetzt beim letzten Mal drauf geachtet und einen kleinen Screenshot gemacht. Also die verlieren wirklich Werte, wenn unser Hauptchar eine Stufe aufgeht, werden die schwächer, obwohl sie die Stufe beibehalten. Und wenn wir die dann wieder auf die Stufe hochleveln, sind sie eigentlich genauso stark wie davor, also kriegen nicht irgendwie mehr Attribute. Das Einzige, wodurch sie stärker werden, ist durch die Stufe, dass halt der Ausdauermultiplikator höher wird und dass sie theoretisch der Gegner 20 mehr Crit Glück braucht, um sie zu critten. Das ist das Einzige, was sich ändert. Und ja, ist eine komische Sache. Warum werden unsere Begleiter schwächer? Hängt natürlich damit mit der Formel zusammen, wie sich die Werte jetzt zusammenrechnen, da die halt mit unserem Chart zusammenhängen. Und naja, was ich eigentlich besser fände, ist, wenn die vielleicht gleich stark bleiben würden und intern irgendwo auf dem Server gespeichert wird, wie viel Skillpunkte ich von jetzt 93 zu 94 ich wo rein investiere und die das dann kriegen, wenn ich hier auf das Plus drücke. Aber ich glaube, das würde zu viel Speicherkapazitäten in Anspruch nehmen und wäre im Endeffekt auch nicht sinnvoll, würde, nachdem ich aufs Plus drücke, auf selber rauskommen. Also grundsätzlich ist es so, wenn ihr mit euren Begleitern kämpft, levelt sie auf, weil sie werden schwächer. Und das ist einfach doof irgendwie. Naja, finde ich eine komische Mechanik, ist allerdings so. Ja, ich glaube, ich laber hier schon wieder gefühlt 3 Wochen. Von daher machen wir jetzt Schluss und ich gucke mir nochmal eine Flimmerkiste an, weil ich muss echt wieder Lucky Coins kriegen. Oh, viel zu wenig. Nicht, dass ich nur unter 8.000 falle. Ich will wieder meine 10.000 haben. Oder 12.000, wie damals vom Urlaub.
Bis dann. Tschüss.